Dieses Video behandelt den Dragon Ball Super Manga bis hin zu Kapitel 55, was das aktuellste ist. Falls ihr mir nicht vertraut seid, Dragon Ball Super geht aktuell im Manga weiter und ist dementsprechend auch schon weiter als im Anime. Ja, man wird der Anime bestimmt nachfolgen. Das heißt, wenn ihr so etwas noch nicht gelesen habt, ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, das nachzuholen und das Video vielleicht erst danach zu schauen. Denn es geht um meine Spekulationen, wie der aktuelle Moro-Arc. Ich habe keine Ahnung, wie man den Typen aussprechen soll. Ich habe so den Namen nur gelesen, wie dieser Arc zu Ende gehen könnte und was noch alles für Dinge geschehen werden. Gemessen an dem, was bisher angeteased wurde im Laufe der Serie, dann war ich im Laufe von Dragon Ball Super, und im Laufe der letzten Bände. Es gab nämlich interessante Dinge. Und ich will mich nicht zu sehr loben, aber ich denke, ich bin zu ein paar guten Ergebnissen gekommen. Ich lobe mich zu sehr an der Stelle, also vollkommen okay. Im 41. galaktischen, göttlichen Jahr erschuf der Drachengott Salama die Dragon Balls. Die ersten Dragon Balls. Die Dragon Balls, aus welchen der Superdrache Shenlong kam. Super Shenlong wird er von manchen genannt. Die Geschichte wurde uns soweit erzählt, allerdings wurde uns nicht erzählt, wer er ist oder sonst irgendwas darüber. Wir wissen jedoch, dass es ein anderes Volk gibt, welches ebenfalls in der Lage ist, Dragon Balls zu erstellen. Die Namekianer. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im Turnier und zuletzt auch generell in dem Moro-Arc kommen sehr viele Namekianer vor. Es gab im Turnier zwei Namekianer, welche die uralte Technik, was ich übrigens liebe, dass diese Konzepte zurückgebracht haben, beziehungsweise dass es Canon wurde. Es war eher davor so ein Fan-Ding, dass alle Namekianer sich gemeinsam fusionieren können und dann zu einem Superstarken werden. Was nicht allzu gut funktioniert, weil wenn die meisten keine Kämpfer sind, dann kommt nicht allzu viel Kampfkraft zusammen, wie es hier rausgestellt hat. Dieses Konzept haben wir inzwischen zweimal gesehen und der Planet Namek, der Planet Neu-Namek, wurde zerstört. Zusätzlich gab es in letzter Zeit immer wieder mal mehr Screentime für Piccolo. Und dementsprechend würde ich fast behaupten, dass wir eventuell früher oder später sowas wie einen Namekianer-Gott sehen werden, im Idealfall, der auf dem Drachengott Salama basiert. Ich meine, er muss Namekianer gewesen sein. Das ist auch kein Zufall, dass wir inzwischen immer mehr Namekianer sehen und immer wieder mit der Wahrheit konfrontiert werden, dass sie schlicht und ergreifend nicht so stark sind. Aber es gibt auch den einen, der als ein guter Kämpfer bekannt ist. Dieser Piccolo. Es würde sogar Sinn ergeben. Die Namekianer scheinen eine gewisse göttliche Kraft von Natur aus in sich zu haben, beziehungsweise diese erlangen zu können. Ich meine, wer ist der Gott der Menschen? Das ist kein Mensch, das ist ein Namekianer. Es gibt keinen Menschengott, das heißt, tut mir leid, Menschen. Krillin, Tenshin Han. Es tut mir leid, das wird noch nicht passieren. Ihr werdet kein Gott. Ihr werdet kein Gott. Piccolo dagegen hätte durchaus Chancen dafür. Es würde auch plottechnisch noch dazu passen, aber dazu kommen wir später. Namekianer scheinen auch immer Heilkräfte zu besitzen. Zum Beispiel, oh, was ist sein Name? Der aktuelle Namekianer, der noch übrig ist und sich bei Dende herumtreibt, ist in der Lage, Krieger zu heilen. Generell wie auch Dende oder Gott. Und wisst ihr, wer zusätzlich noch in der Lage ist, Krieger zu heilen? Die Kais oder Schüler von den Kais. Trunks war im Manga ein Schüler von Kaioshin und bekam damit die Fähigkeit, Menschen zu heilen. Das bedeutet, allein die Heilungsfertigkeit scheint etwas gewisses Göttliches an sich zu haben. Und sehr viele Namekianer besitzen diese Fähigkeit von sich aus. Das heißt, von Namekianer zu Gott, es scheint kein allzu weiter Weg zu sein. Bitte bring Piccolo zurück und mach ihn stärker, will ich damit sagen. Er hat es sich verdient. Er hat Gohan großgezogen, über all die Jahre, während sein Vater unterwegs war, um irgendwelche Fantasie-Weltraum-Aliens zu bekämpfen. Er hat sich das verdient. Für seinen Sohn. Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich der Manga an der Stelle, dass der Grand Supreme Kai, welcher der Gott ist, den Majin Buu ursprünglich mal absorbiert hat, dass er gegen Moro gekämpft hat und er hat versagt, da ihm seine wahre magische Energie fehlt. Wie sich nämlich herausgestellt hat, bei der Teilung vom guten und bösen Buu, ging die magische Energie an den Bösen über. Das heißt, Kid Buu, als er vernichtet wurde, wurde die gesamte magische Energie damit auch vernichtet. Und ich meine, der Punkt ist ja selbsterklärend. In der Vergangenheit, Dragon Ball Super wurde bereits, das war kurz vor dem Universal Survival Arc Turnier, wenn mich nicht alles täuscht, wurde bereits angemerkt, dass Uub geboren wurde, beziehungsweise ein Mensch mit sehr hoher Kampfkraft, denn er wusste nicht, dass es direkt Uub ist. Und jetzt fehlt uns die Energie von der bösen Hälfte von Majin Buu, die der Originale bräuchte. Ich meine, natürlich hat Uub diese Energie. Das heißt, der kleine Buub Uub wird ein bisschen Screentime bekommen. Und wie alt müsste er sein? Aktuell 4 Jahre oder so. Das ist okay. Gohan konnte ihn im Alter Raditz besiegen. Und Freezer. Zwar nur vorläufig, aber dennoch. Das heißt, 4 Jahre ist absolut kein Hindernis für Dragon Ball.
Aber ja, Ub kommt zurück. Er ist die Wiedergeburt der bösen Hälfte von Majin Buu und hat dementsprechend die Magie in sich, die wir benötigen, um Moro zu verbannen. Ein für alle Mal. Und er wird nie mehr wiederkommen. Um zu beweisen, dass Moro heutzutage stärker ist als jemals zuvor, muss diese Taktik natürlich irgendwie scheitern. Das bedeutet, Supreme Kai wird dabei sein, ihn zu bannen mit seinem Bannstrahl. Ich weiß nicht, wer ihn einsetzt, aber sollte ungefähr hinhauen. Und genau in dem Moment kommt 73, der eine Cyborg von dem Bösen, packt ihn am Nacken, holt sich die Bannfähigkeit und bannt den Supreme Kai. Und alle dann so, oh, was für ein Twist. Das habe ich nicht kommen gesehen. Ich hatte keine Ahnung, ich dachte, es endet wie damals vor 10 Millionen Jahren auch. Was machen wir denn jetzt? Oh, jetzt wird's spannend. Denn jetzt kommt Vegeta ins Spiel, welcher die ganze Zeit bei den Yadrats, ich glaube, sie heißen Yadrats, trainiert hat, welche das Volk sind, von denen Goku die momentane Teleportation gelernt hat. Und er hat dadurch eine stärkere Ki-Kontrolle gelernt. Sein größtes Hindernis war es immer, dass er zu viel nachdenkt, dass sein Geist und sein Körper nicht ganz im Einklang sind. Und das Training bei den Yadrats hat ihm ungemein geholfen, damit sehr viel stärker zu werden. Seine Geistkontrolle, wie sie es auch genannt haben. Und mit seiner neuen Stärke wird er in Lage sein, Cyborg 73, ist er ein Cyborg? Er wird ein Cyborg sein, ihn zu bekämpfen und zu besiegen. Wird es neue Form? Nein. Ich denke nicht, dass es neue Form wird. Vegeta wird auf jeden Fall die ehrenhafte Rolle bekommen, den zweitstärksten der Bösen zu bekämpfen. Das ist zumindest der Plan. Ich meine, das wäre... Habt ihr gesehen, was Vegeta im Turnier gemacht hat? Das war nicht viel. Das heißt, der zweite Platz wäre ein großer Schritt für ihn. Dann, als Vegeta bereits am Höhepunkt seiner Stärke war, er hat 73 besiegt, da wird Moro eingreifen und er wird kein Problem damit haben, Vegeta einfach auszuschalten, weil er ist das Original mit den superstarken Moro-Kräften. Und Vegeta wird irgendwie verlieren, was auch immer. Dann wird Mero eingreifen, der Engel, dem es verboten wurde einzugreifen, denn Engel sind nur Zuschauer und keine Teilhaber an dem ganzen Geschehen. Denn wie der Vater aller Engel angemerkt hat, darf keiner der Engel sterben. Was passiert also? Einer der Engel wird sterben, weil er gegen die Regeln verstößt und im Kampf eingreift. Was irgendwelche Folgen haben wird, die ich nicht abschätzen kann. Aber in erster Linie werden die Götter langsam sehr, sehr stinkig auf Universum 7. Ich meine, zum einen holen sie sich göttliche Kräfte. Okay, vielleicht solltet ihr das nicht machen, ihr seid nur Sterbliche. Sie erschaffen neue Timelines, von denen natürlich niemand weiß, außer Beerus. Und ihr behält es besser für sich! So sind wir beide dran, okay? Und zusätzlich sterben Engel bei ihnen. Eine Sache, die üblicherweise nicht passiert. Das heißt, es könnte ein paar Spannungen in der Zukunft geben, aber darauf kommen wir später zu sprechen. Goku wird jedoch von diesem heldenhaften Opfer, wird er von der Wut durchzogen. Er ist einfach so wütend. Ah, das werde ich dir nicht verzeihen, werden seine Worte sein. Wie immer, es ist klassischer Goku. Auf jeden Fall erinnert er sich dann an die Worte von Meru, die er ihm beim Training mitgegeben hat, bevor er wieder zu dem Götterreich zurückberufen wurde. Nämlich, dass Goku sich zu sehr von seinen Emotionen steuern lässt und ihn das daran hindert, den Ultra-Instinkt zu erreichen. Goku erinnert sich daran und denkt sich, oh mein Gott, nicht wütend sein. Und dann wird er den Ultra-Instinkt meistern und super stark werden und sowas. Weil er den Ultra-Instinkt gemeistert hat. Allerdings stellt sich heraus, dass auch Gokus Ultra-Instinkt-Kraft in diesem Fall nicht genug sein wird, um diesen Kampf zu beenden. Also macht er das Gleiche, was Moro auch macht. Moro absorbiert die Energie vom Planeten, um sich selbst zu nähren und stärker zu werden. Und sämtliche Angriffe kann er ebenfalls auffressen. Das bedeutet, Goku denkt sich, oh mein Gott, ich bin Goku, ich habe eine schlaue Idee. Was, wenn wir ihm einfach so viel Energie geben, dass er quasi platzen muss, dass es den gegenteiligen Effekt hat, dass es vom Positiven in den negativen Bereich rutscht. Und genau deswegen bereitet er die klassische Dragon Ball GT endende Universums-Genki-Dama vor, mit der er noch mehr Energie zu sich ruft, in dem Fall von dem ganzen Universum. Moro wird sie verschlucken, er wird sich sagen, hey, das ist ein großer Angriff, aber den kann ich kontrollieren. Und wie schon viele Gegner zuvor, wird er nicht in der Lage sein, diesen großen Angriff zu kontrollieren. Und es wird den gegenteiligen Effekt haben, was bedeutet, dass er wieder altert. Er ist wieder in seiner alten, schwachen Form zurück. Und da kommt Piccolo zurück ins Spiel. Als ein neuer Gott der Namekianer ist er aus irgendwelchen Gründen in der Lage, die Bannfertigkeit von dem Grand Supreme Kai zu verwenden. Und er bannt ihn. Bann, bann. Und er bannt Moro. Vielleicht in den Reiskocher oder so, wenn wir ein bisschen nostalgisch werden wollen. Das wäre auch sehr ironisch, weil sein Vater hat da viele Jahre drin verbracht, aber über den redet er sehr ungern. Schlechtes Verhältnis haben die beiden. Er hat ihn nie kennengelernt. Warum rede ich so viel über Piccolo? Anschließend könnte Piccolo vielleicht eine Rolle als ein Kaioshin einnehmen und ein Schüler des Kaioshins werden, ähnlich wie Trunks im Manga.
aus der Future-Timeline, der ebenfalls einer war. Ich meine, Piccolos Ding war es immer, Leute zu beobachten und Dinge von weiter weg aus der gewissen Distanz einzuschätzen, dem einen gewissen Überblick zu haben. Das heißt, wenn er dann zu einem der Kaioshins werden würde, oder zu einem Gott, ich denke, das wäre sehr sinnig. Vegeta und Goku auf der anderen Seite, dadurch, dass sie so viel fürchterliche Dinge getan haben, sie wurden auch von Whis trainiert und von Mero, was zwei Engel sind, welche nicht erlaubt sind, der Sterbliche zu trainieren, beziehungsweise nur unter einem Vorwand, nämlich dem Vorwand, dass sie ein Gott der Zerstörung werden müssen. Und das ist der nächste Plotpunkt. Einer von beiden muss ein Gott der Zerstörung werden. Sie haben ihm nämlich dieses Versprechen gegeben, dass es eines Tages einer von beiden die Stelle von Beerus einnehmen wird. Und das hat viele Folgen für die Zukunft. Und das ist meine Einschätzung. Ich habe mir gestern Gedanken gemacht, ich dachte mir, ja, das ist es. Und Akira, alter Haudegen, wenn du das Video hier siehst und wenn du noch jemanden im Writing-Team brauchst, dann... Du weißt, weißt Bescheid. Das war meine Spekulation, wie Dragon Ball Super der aktuelle Arc zu Ende gehen könnte. Ich bin sehr gespannt herauszufinden, wie viel davon eventuell wahr werden könnte. Und natürlich freue ich mich zu sehen, dass nichts davon wahr wird, weil Dragon Ball Super und konsequentes Writing nicht unbedingt die Stärke davon. Aber okay. Ich meine, der Manga ist wesentlich besser als der Anime, muss man fairerweise sagen. Der Manga ist so viel besser. Wie auch immer, was würdet ihr sagen, was noch alles passieren kann? Ich bin gespannt. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder vor dem schwarzen Hintergrund stehe und Dinge über Dinge erzähle.